Die deutsche Handballnationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft souverän in Wien gegen Österreich mit 34:22 gewonnen. Nach der knappen Niederlage gegen Kroatien und dem Halbfinale aus kämpft das Team von Bundestrainer Christian Prokop damit am Samstag um Platz 5. Die Erleichterung war groß. Nur 48 Stunden nach der bitteren Niederlage gegen Kroatien und dem verpassten Halbfinale haben die deutschen Handballer den Charaktertest beim 34:22 gegen Österreich eindrucksvoll bestanden. Wir waren schon in einem Loch. Es war ganz klar, als uns bewusst geworden ist, dass die Euro für uns nahezu vom Ergebnis her vorbei ist. Aber heute haben wir uns so gepusht und haben die Halle nochmal mitgenommen und jetzt ist es einfach wunderschön. Wir wollten schon zeigen, dass der größere Bruder schon noch stärker ist und ich glaube, das ist uns heute eindrucksvoll gelungen und damit können wir, glaube ich, zufrieden sein. In einem zu Beginn sehr intensiv geführten Duell der Erzrivalen konnten die Österreicher nur bis zur 9:7 Führung nach 15 Minuten erfolgreich dagegenhalten. Danach glänzte vor allem der herausragende Torhüter Jogi Bitter mit 15 Paraden. Und solchen Anspielen wie hier auf Timo Kastening, den mit 6 Treffern besten deutschen Schützen. Zur Pause führte Deutschland mit 16:13. Das Team von Bundestrainer Prokop überzeugte auch in der zweiten Hälfte mit schön herausgespielten Toren. Siegte am Ende klar und sicherte sich damit schon vor der letzten Hauptrundenpartie das Spiel um Platz 5 in Stockholm. Natürlich, wenn wir den fünften holen können, dann wollen wir das natürlich auch machen. Und wir müssen jetzt nochmal ein gutes Spiel gegen Tschechien machen, damit wir einfach den Schwung auch mitnehmen. Den Schwung vor allem mit nach Stockholm nehmen und dann wollen wir da nochmal ein super Spiel liefern. Und dann, denke ich, haben wir eine ganz gute EM gespielt. Auch wenn das letzte Hauptrundenspiel gegen Tschechien am Mittwoch keine Bedeutung mehr hat, will sich die deutsche Mannschaft von den vielen deutschen Fans in Wien mit einem Sieg verabschieden.